Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Das große Finale des Champ-Turniers steht an. Im Finale sind wir und unser Herausforderer ist Roy, der Drachenprofi, der eigentlich gar nicht nur Drachen-Pokémon hat. Der hat das vielseitigste Team, deswegen ist er wahrscheinlich auch ins Finale gekommen. Hat Ness jetzt rausgehauen, Mary und Ness feuern uns an und wir werden sie rächen. Gewinnen wir gegen Roy, dürfen wir wahrscheinlich gegen den Bruder von Hop antreten, gegen Deleon, den Champ höchstpersönlich. Wir können drauf gespannt sein. Hat er jetzt doch mehr Drachen-Pokémon? Habe ich auf jeden Fall jetzt Katapulte an erste Stelle gepackt. Mit seinen Drachenpfeilen, wo er eben mal die Goldra abschießt, sollten wir dann auf jeden Fall einen guten Vorteil haben. Los geht's! Das grande Finale. Wenn wir dich besiegt haben, Roy, bereue es bitte nicht. Es ist soweit, meine Damen und Herren. Der letzte Kampf des Finalturniers beginnt. Wer wird jetzt recht erstreiten, den unschlagbaren Deleon herauszufordern? Wird es Jesse sein, der glänzende neue Stern am Trainerhimmel? Oder wird es der ewige Rival des Champs sein, Roy, der Drachensturm? Jetzt hast du es also bis hierher geschafft. Du bist echt eine Nummer für sich. Deleon hat die richtige Entscheidung getroffen, als er dir eine Empfehlung geschrieben hat. Sieht so aus, als müsste ich erstmal an dir vorbei, wenn ich gegen Deleon antreten möchte. Ich bin so scharf auf dieses Duell, dass ich mein ganzes Team auf Einzelkämpfer ausgerichtet habe. Du denkst nur sicher, für wen hält sich der Typ? Er hat doch letztes Mal schon verloren. Aber glaub mir, in diesem Kampf wirst du einen völlig anderen Roy kennenlernen. Jetzt ist es nicht mehr Roy, sondern Roy. Jetzt macht er ernst! Arena-Leiter Roy. Quirtle! Ja, wow, geiles Drachen-Pokémon. Not. Warum nennt er sich Drachentrainer, wenn er gar keinen Drachen hat? Komischer Typ, definitiv. Definitiv ein super merkwürdiger Dude. Oh, das Quirtle hat sogar die Fähigkeit Dürre. Das ist natürlich ärgerlich. Dürre erzittert vor der Kraft der Sonne! Letztens hat er ein bisschen den Sandsturm auch benutzt, ne? Na gut, okay, dann machen wir Dragon Dance. Yeah! Yes, Angriff steigt, Initiative steigt. Flammensturm ist nicht mal effektiv, Gepfeife. Noch einmal Dragon Dance. Woohoo! Ja! Angriff und Initiative steigen. Flammensturm. Kitzelt mich nur. Roy. Jetzt kommt dein Ende. Drachenpfeile. Plump. Gerade so gereicht. Die Verteidigungswerte von Quirtle sind halt nicht ohne. Okay, als nächstes kommt Tortunator. Das ist auch gefährlich, oder? Was die Verteidigungswerte und so betrifft. So, haben wir irgendwie eine spezielle Attacke. Physisch. Ja, haben wir leider nicht. Das ist natürlich ärgerlich. In deine Max ich, weil den will ich wegkriegen. Tortunator ist eklig. Geistattacke ich nur. Ich hoffe, ich krieg dir jetzt weg, ey. Dynavorm. Los geht's. Dynamax. Ich habe ein bisschen Angst vor Tortunator. Deswegen die Verwandlung hier an der Stelle. Das ist halt echt eklig. Das Pokémon. Los geht's, Dynavorm. Boom! Let's go in the ghetto. Tortunator besiegt. Level up für Donatello. Libeldra. Ah, das ist doch eigentlich mal ein cooles Drachen-Pokémon, oder? Drache Boden. Quirtle war alles andere als ein Drache, ey. Dynavorm. Erneut. Der Strudel der Verzweiflung. Alter, das sieht so krass aus, ne? Sieht aus wie die finstere Nacht. Eine Legende wütete.
Das Sonnenlicht ist weg, das ist gut. Jetzt kommt Viscogon. Nochmal, deiner Wurm. Das Problem ist, er hat jetzt deine Max, ich nicht mehr. Bin gespannt, was sie als Trumpfkarte aufbewahrt hat. Duraludon. Ich bleib einfach drinnen. Ich, Roy, werde gegen Deldeon gewinnen. Also besiege ich jetzt erstmal dich. Sieht mal nicht gut aus für dich. Ich hab noch alle Pokémon. Du nicht. Ach, das war dies, wie ich, genau. Ja. Das ist sein Signature-Pokémon. Dann schauen wir mal. Ich bin leider jetzt nicht mehr in der Dynamax-Form. Dann schauen wir mal, was sich machen lässt. Weht, ihr Winde! Mein Partner wird jeden aus dem Stadion pusten. Hoffentlich fangen wir trotzdem an. Zweimal Dragon Dance, gerade zweimal Initiative geboostet. Stimmt. Das ist dieses komische Hochhaus gewesen, ey. Das sieht super aus. Das hat auch eine insane Verteidigung, ich erinnere mich. Das ist auch Level 55. Oh, shit. Bam. Ja, immerhin die Hälfte. Auf geht's mit Drachengebrüll. Zeit für meine Geheimwaffe, Gigadimpfer. Das wird jetzt wahrscheinlich aus dem Gefecht setzen, oder? Jupp. Jo. Das war wirklich eine Attacke. Richtig, richtig eklig. Was machen wir denn jetzt am besten dagegen? Ich weiß nicht, ob ich ihn nehmen möchte. Ich weiß, wir stallen mit Schaufler. Wir schaufeln uns einfach weg. Wenn es gefährlich wird, dann sollte man einen strategischen Rückzug nutzen. Und das werde ich jetzt tun. Hühner Brocken, aua. Das tut weh. Kann man es überhaupt verknacken, ne? Na doch, locker. Locker sogar, obwohl es sehr effektiv ist. Verteidigungswerte von Monte Carlo sind halt wirklich amazing. Oh, jetzt kommt ein Sandsturm. Der juckt uns nicht. Weht, ihr Winde, und beschwört einen Sandsturm herauf. Der juckt uns nicht. Ich bin selber von Typ Gestein. Stein, Stahl und Boden-Pokémon juckt es einfach nur. Schaufler, los geht's. Und sorry, aber du bist mit der normalen Form. Nicht gut für dich, was? Damit musst du jetzt leben. Oh, Top-Genesung. Goddammit. Jo, das wird noch sehr, sehr spannend hier. Der kriegt hier nicht so einfach weg, Mann. Oh, doch. Doch. Verteidigung ist ja um einiges jetzt gesunken. In seiner normalen Form ist. Du. Mein Eschern. Get wrecked, Duraludon. Das war's. Roy ist besiegt und damit haben wir uns ein Match gegen Deldeon verdient. Es ist bitter, kurz vor dem Finale zu verlieren, aber ein Selfie lindert den Schmerz. Jesse hat den Sieg errungen. Ich fass es nicht. Ich war so stolz auf die Fortschritte, die mein Team und ich gemacht haben. Und dann kommst du mit einem Team an, das noch tausendmal besser ist. Unglaublich, wie viel du so in kurzer Zeit dazugelernt hast. Ich gehöre noch längst nicht zu allen Neisen. Aber es ist immer wieder erschreckend, was selbst ein kleiner Altersunterschied ausmachen kann. Du hast eine strahlende Zukunft vor dir. Jetzt lass los, nicht locker, und zeig dir, Dion. Die goldene Nummer 777, Jesse, hat einen unfassbaren Sieg eingefahren. Sie wissen, was das bedeutet, liebe Zuschauer. Der Trainer, dem Deldeon selbst eine Fehlung für die Arena-Challenge geschrieben hat, wird nun mein Champ-Match gegen ihn antreten. Hier ist das Ergebnis des Finales. Kennen wir bereits den Ausgang. Oh, ob Deldeon selber damit gerechnet hat? Hey, gleich ist soweit, was? Ich werde laut zu Fan im Stadion sein. Jetzt muss ich mich nur entscheiden, wie von euch beiden ich anfeuern werde. Ja, mich natürlich! Mein großer Bruder oder meine Rivale? Puh, ist echt keine leichte Entscheidung. Ich hab dir alles beigebracht, ich hab dich so oft besiegt, Mann. Muss aber langsam den Respekt verdient haben.
Du meinst, ich soll Jesse anfeuern? Ja, dazu habe ich auch tendiert. Naja, eigentlich nicht, aber na gut. Schließlich haben wir so viel zusammen erlebt, seit wir in Furlingham gestartet sind und es dann verlassen haben. Eigentlich geht's da gar nichts zu überlegen. Richtig, darauf wollte ich hinaus. Mach das Unmögliche möglich und schlag den Schlag beim Champ. Du musst gewinnen. Ja, setz mich halt noch mehr unter Druck. Du musst gewinnen. Holy shit. Wer einen unter Druck setzt. Das ist nicht mehr normal. Das große Finale gegen Deleon kommt nicht im nächsten Part. Es kommt natürlich noch jetzt. Dum, 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 dum. Final Fights. Die Frage, was machen wir? Wen nutzen wir? Dragon Dance? Dragon Dance. Katapult 3, ich wähle dich. Los geht's, Deleon. Alles oder nichts. Der Titel steht auf dem Spiel. Ruhm und Ehre stehen auf dem Spiel. Und noch viel, viel mehr. Wäre grinst, ey. Bisschen siegessicher schon, ne? Spürst du das? Den Kontrast zwischen der kühlen Anspannung hier auf dem Platz und den überkochenden Gefühlen auf den Zuschauerrängen? Ich liebe beides, du nicht auch? Aber denk daran, dass nicht alle Zuschauer hier im Stadion auf deiner Seite sind. Es mag grausam klingen, aber manche von ihnen wollen nichts mehr, als sich verlieren zu sehen. Der Gedanke daran ist furchteinflößend. Für mich gibt es nichts Größeres, als diese Angst ins Gesicht zu sehen und gemeinsam mit meinem Team allen zu zeigen, was wir drauf haben. Ich liebe es, alle Erwartungen zu zerschmettern und den Sieg an mich zu reißen. Meine Pokémon sind schon ganz unruhig in ihren Bällen. Sie wollen endlich kämpfen. Gleich ist soweit. It's Champ Time. Ich bin Deleon, der Champ der Galerie. Und zusammen mit meinem Partner Glurak und meinen anderen Pokémon habe ich Unmengen an Wissen und Erfahrung angehäuft. Genau aus diesem Grund werden wir dich auch gleich in die Tasche stecken. Ich sag dir, der Sieg ist sicher ohne Ende. Er hat uns die Empfehlung gegeben, aber war nicht mit dem Herzen dabei. Er vertraut uns gar nicht. Er denkt, wir sind Trash. Wir müssen es beweisen. Moment mal, was zum? Da auf dem Bildschirm. Seht nur, was ist das? Ah, hallo, Deleon und Jesse. Nein, Rose. Ich habe so in die finstere Nacht eingeleitet, um die Zukunft Galas zu retten. Aber leider wurden dabei gefährliche hohe Mengen an Energie freigesetzt. The fuck? Das wollte er also die ganze Zeit tun. Es wäre nie so weit gekommen, wenn du bloß auf mich gehört hättest, Deleon. Oh mein Gott, ich hatte recht, er ist quasi der Phrenos. In diesem Spiel. Also Phrenos von Pokémon XD, der sich als sehr wohltätiger Mann herausgestellt hatte am Anfang, aber dann doch der Böse war, der hinter all dem steckte, hinter Team Krypto und den ganzen Gräueltaten. So ist es hier, unser Präsident Rose, den wir schon im Intro des Spiels gesehen haben. Oh mein Gott. Deleon, Jesse! Das war auch das Stadion von Claw City, oder? Was hat Rose da eben getan? Ich habe keinen blassen Schimmer. Als ich gestern mit ihm geredet habe, hat er völlig versessen vor irgendein Problem erzählt, das 1000 Jahre in der Zukunft liegt. Hat er etwa vor, diese Sache auf eigene Faust zu lösen? Ich muss sofort nach Claw City zurück. Das ist meine Pflicht als Champ. Hätte ich gestern versucht, Rose besser zu verstehen, wäre nichts passiert. Ich bin für die Situation mitverantwortlich. Also muss ich auch etwas dagegen unternehmen. Ich werde mich um die Sache kümmern. It's Champ Time. Nee, warte, Deleon, und weg ist er. Wetten, dass er sich auf dem Weg nach Claw City wieder verläuft? Dann sollten wir auch dahin aufbrechen. Ich muss meinem Bruder irgendwie helfen, aber wie? Ich bin nicht mal stark genug, um dich zu besiegen, Jesse. So schlecht bin ich. Na los, ich helfe dir. Danke, aber wie? Moment, Rose meinte, er hätte die finstere Nacht eingeleitet, stimmt's? Ist doch dieses Ereignis aus der Legende, plötzlich der Himmel so dunkel wurde. Oh mein Gott, wie kann er sowas einleiten und woher kenne ich den Begriff gleich nochmal? Von der Heldenstatue natürlich. Nein, jetzt erinnere ich mich. Sani hatte es uns an der Heldenstatue in Engine City erzählt. Inzwischen sind wir natürlich schlauer. Wir wissen jetzt,
dass es zwei Helden gab, die mit dem Pokémon des Schwertes und dem des Schildes die finstere Nacht beendeten. Weißt du was? Irgendwas sagt mir, dass wir diese zwei Pokémon suchen sollen. Was denkst du, wo wir sie finden könnten, Jesse? In Schlummerwald natürlich, wo alles begann. Bingo, im Schlummerwald, dieses rätselhafte Pokémon, gegen das du dort gekämpft hast, war in Wirklichkeit bestimmt eins der beiden schlummernden Pokémon. Also los, worauf haben wir noch? Beine in die Hand nehmen. Ich wette, im Schlummerwald finden wir Hilfe. Oh Gott. Alles wird dunkel. Die Welt, die Gala-Region bricht auseinander. Überall kommen jetzt diese Energiesäulen aus dem Boden. Der hat's komplett übertrieben, der Dude. Er hat's komplett übertrieben. Was macht ihr denn hier, Jesse und Top? Sagt jetzt bloß nicht, Jesse hat das Champ-Match sausen lassen. Tja, hab ich schon. Zwangsweise. Weißt du es etwa noch nicht, Sanya? Liga-Präsident Rose hat das Turnier unterbrochen. Es herrscht ein riesiges Chaos. Was sagen Sie da, ist das wahr? Ich war eben im Schlummerwald, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Das ist alles an mir vorbeigegangen. Erzählen Sie mir bitte mehr. Also, da war zuerst dieser schwarze Wirbel, der über den Claw-Stadion erschienen ist. Wie nannte der Liga-Präsident ihn noch gleich? Ach ja, die finstere Nacht. So ein heilloses Durcheinander, sage ich dir. Aber darüber mache ich mir keine Sorgen. Unser unschlagbarer Champ kriegt die Sache schon wieder im Griff. Da bin ich mir sicher. Stopp, halt, Pause. Du hast gerade finstere Nacht gesagt. So hieß der schwarze Wirbel, der vor langer Zeit beinahe ganz Gala zerstört hatte. Aber eins verstehe ich nicht. Was führt euch ausgerechnet hierher, Jesse? Wir suchen das Pokémon des Schwertes. Wenn die Legende stimmt, ist es dem Pokémon des Schwertes und des Schildes damals gelungen, die finstere Nacht zu bezwingen. Das heißt, sie können uns vielleicht dabei helfen, den Wirbel loszuwerden. Okay, ich bin dabei. Nehmt das und geht schon mal in den Schlummerwald. Ich komme so schnell ich kann nach. Es gibt da noch eine Sache, die ich vorher klären muss. Drei Toppeleber halten. Das ist geil. Drei Toppeleber einfach mal so. Sie rüstet uns immer mit Belebern aus. Echt nett von ihr. Du, was du tun musst, mein Mädchen. Du schließlich ein waschechter Pokémon-Trainer. Tja, hier hat alles begonnen. Ah, oh, jetzt gibt's wieder die geile Musik. Ihr wollt nicht wissen, wie oft ich diesen Soundtrack schon privat angehört habe. Jesse! Es gibt keine Garantie, dass wir diesmal von diesem seltsamen Nebel verschont bleiben. Aber selbst wenn, wir und unsere Pokémon sind inzwischen richtig krass geworden. Und somit kriegt uns so schnell keiner mehr klein. Und wenn ich mir recht überlege, hat unser legendäres Abenteuer genau hier angefangen. Als wir versucht haben, dieses Wally zu finden. Und das nächste Kapitel in der Legende vor Ort spielt auch wieder im Schlummerwald. Los geht's! Dieser emotionale Soundtrack geht wieder los. Die finstere Nacht ist eingeleitet. Das gesamte Land verfällt in Finsternis. Und die Energie kann nicht mehr gebändigt werden bald, wenn das so weitergeht. Warum macht Präsident Rose das? Dafür hat er diese Wunschjuwelen gesammelt, nur um die Welt zu zerstören? Was will er damit erreichen? Ist er komplett wahnsinnig geworden mit seinen ganzen Firmen oder was? Nur um die Energie irgendwie da zu nutzen, die Städte und die Firmen damit zu versorgen? Unglaublich. Er muss aufgehalten werden und dafür brauchen wir das Pokémon, was wir einst hier angetroffen haben. Aber es ist ja nicht mal garantiert, dass wir es wieder treffen werden. Wer weiß, Mann, ob es überhaupt noch hier ist. Was ist das? Ein Marteliz. Den haben wir auch noch nicht gefangen, also let's go. Schnuffler. Was eine schlechte Fähigkeit. Aber egal. Drachenpfeile. Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt noch schwächen können, ne? Sind zu stark geworden. Oh doch, tatsächlich. Ganz knapp, aber. Galanterie. Was ist das denn? Naja, was soll's. Superball. Los. Eins. Zwei. Ganz ehrlich, das ist so ein Käfer-Pokémon, oder? Netzball. Let's go. Komm ins Netz, liebes Käfer-Pokémon. Oh, ist wohl doch kein Käfer. Nicht gar nichts gebracht.
tanken gut. Jetzt boostet er sich auch noch hoch. Schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Dann greife ich doch lieber wieder zurück zum guten alten Superball. Eins, zwei, drei. Ja! Marithelit ist im Ball. Der olle Marienkäfer. Juhu! Marithelit, das 7-Sterne-Pokémon. Es ist allseits als sehr schlaues Pokémon bekannt. Sein großes Gehirn ist ein Indiz dafür, dass es über mächtige Psychokräfte verfügt. Käfer, Psycho, ist doch Käfer. Der Netzball hat einfach nur reingesackt. Käfer, Psycho, interessante Kombination. Möchtest du ihm einen Spitzennamen geben? Nein! Sieht aus wie ein Alien, ne? Alien mit einem Marienkäfer gekreuzigt. Oh, zwei Wege. Eine Weggabelung. Wohin? Links oder rechts? Ich gehe mal zuerst nach links. Ach, der Soundtrack ist einfach nur wunderschön. Vor allem der hier im Schlummerwald. Ein Blatt Mentalkraut gefunden. Kann von Pokémon getragen werden, befreit den Träger einmalig von Effekten, die ihn vor Einsatz zu Attacken abhalten. Ah, sowas wie Hyperstrahl. Dass ich das nicht aufladen muss wahrscheinlich. Da ist noch ein Item. Wie kommt man da am besten hin? Ey, und ein Somnium. Somnium! Los geht's! Können wir das schwächen? Ich hoffe doch mal. To be honest, ich glaube nicht, dass wir das schwächen können. Katapultra ist zu stark. Ich glaube, das kann ich tatsächlich nicht fangen. Ja, viel zu stark. Oh mein Gott. Jesus fucking Christ. Wenn ich das nochmal sehe, muss ich irgendwie ein anderes Pokémon nutzen, was schwächere Attacken hat. Katapultra ist halt eine Nummer für sich. Oh, ein Kramor. Ein wildes Kramor läuft hier einfach rum. Na guck, hier kommen wir zu einem Item hin. Ein Nebelsamen. Gibst du den Samen einem Pokémon zu tragen, setzt es ihn ein, wenn ein Nebelfeld aktiv ist. Und er wird dadurch seine Spezialverteidigung. Oh, hier können wir angeln. Was sonst? Kommen wir hier nur mit Hilfe unseres Fahrrads weiter. Ich weiß nicht, ob ich hier angeln will. Ende kommen doch nur die Pokémon, die wir schon kennen, oder? Oh, ist da doch ein bisschen konfuser, als ich dachte hier im Wald. Lebensorb. Ein Item zu tragen. Verstärkt Attacken, aber jede Attacke kostet den Träger KP. Ja, das ist schon competitive. Natürlich ein sehr starkes Item. Ach guck, hier ist Sackgasse. Denn wir haben am Anfang doch auf der richtigen Spur, was? Muss ich nochmal zurück. Hier ist noch ein Somnium. Somnium! Wie kann ich den jetzt am besten einfangen? Mit Donatello, I guess. Mit einem guten alten Body Slam. I think so. Ganz besondere Atmosphäre hier. Ich liebe den Schlummerwald. Ein Somnium. Gut, dass wir damals nicht weiter in den Wald gelaufen sind, ne? Ich glaube, am Anfang des Spiels hätten wir nicht wirklich eine Chance gegen die gehabt. Gegen Level 45er? Ich weiß ja nicht so recht. So, Body Slam. Chance auf Paralyse, dass das Fangen nochmal erleichtern würde. Oh mein Gott, Somnium kann ja gar nichts. Ich kann ihn nicht schwächen. Jesus Christ. Ich bin viel zu mächtig geworden. Gibt's denn nichts, was ich tun kann, damit es nicht sofort baden geht? So grausige Werte haben das Pokémon. Hm. Was machen wir denn jetzt? Eine Grundstärke von 70. Grundstärke von 60, aber kommt halt Stab dazu. Ich probier's mal mit den schmalen Ohren. Schmalohren, los geht's! Ja! Perfekt! Traumfresser? Bin ich mal am Schlafen, Somnium. Somnia ist ja auch der Schlaf im Lateinischen. Daher kommt ja auch der Name dieses Pokémons.
Aber es versetzt mich ja gar nicht in den Schlaf. Bleib einfach direkt Traumfresser machen. Den Kopf durch die Wand, ey. Yes! Schwaches Pokémon geht auch schnell in den Ball rein, was? Nice. Good job, Donatello. Gut geschwächt. Somyam, das Traumfresser-Pokémon. Tief in der Nacht erscheint es am Kopfende von Betten. Während es einen Traum frisst, schimmert das Muster auf seinen Körper. Klingt wie so ein Parasit, ey. Wie so eine Mücke, die eines Blut absaugt. Und stattdessen saugt Somyam einen die Träume aus. Uff, die Vorstellung ist irgendwie ein bisschen creepy. Da geht's noch weiter. Da ist Hopp oder ist das wer anders? Hier war auf jeden Fall Rauchball. Ein Pokémon kann dieses Item tragen. Es ermöglicht die garantierte Flucht aus dem Kampf mit wilden Pokémon. Not bad. Da ist Hopp. Dann geht's hier auf jeden Fall weiter. Dann gehen wir erstmal in die andere Richtung und schauen, was da abgeht. Ein Kramor. Lass mich in Ruhe, Kramor. Tu mir nix. Ich tu dir auch nix. Hier haben wir nämlich noch Phantomkraft. Geil. TM86. Kennen wir ja von Katapultra. Oh, hier glänzt doch was. Ein Elixier. Nicht einfach so liegen lassen. Das wäre sehr schade. Nein, was ist hier? Nein, ja, da ist Mordmord. Ich sag mal so, ich habe das glaube ich auch noch nicht gefangen. Dann fangen wir es einfach. Warum nicht? Galas Mokmok, ich werde dich kriegen. Aqua-Durchstoß. Yes. Oh nein, Matschbombe. Eine meiner Lieblings-Pokémon-Attacken. Weil die echt verdammt stark ist und eine hohe Vergiftungschance hat. Ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt so einfach fangen können. Gut geschwächt ist ja nicht wirklich, ne? Na, probieren wir's. Super, mal los! Eins, zwei, drei. Yes! Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Der Superball enttäuscht mal wieder nicht. Sehr, sehr schön. Das Galas Mokmok. Das Atomkraftwerk ist im Pokéball drin. Wunderschön, oder? Smogmog, das Giftwolken-Pokémon. Es saugt Schmutzpartikel aus der Atmosphäre und scheidet sie dann anstelle von Exkrementen in Form von sauberer Luft wieder aus. Giftfee, diese Typkombination. Warum ist das ein Fee? Warum nicht Stahl oder so? Oh man. Naja, was soll's. Ja, Leute, können wir die finstere Nacht aufhalten? Können wir das Pokémon des Schwertes finden? Und was macht Hopp da eigentlich in den Nebel? All das finden wir heraus in der nächsten Folge von Pokémon Schwert. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Daumen hoch auf das, was da noch kommen wird. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.